Heute reden wir miteinander zu einer neuen Folge am Mittwoch von Weidejagd, den DMDX aus Mittelfranken. Wir packen heute mal ein riesengroßes Paket aus und schauen mal, was da drin ist. Wom! Ein Hemiway Zebra Step-Through E-Bike. Ein Fatbike mit solchen Schlappen drauf, das hier bei unseren Auf- und Ab-Geschichten und den ganzen Schotterwegen, glaube ich, richtig, richtig gut geht. Bei uns ist es so, egal wo ich hinfahre, ich muss rauf, ich muss runter. E-Bike, cool. Ist ein Step-Through, das wird dann wahrscheinlich meine Frau verwenden. Ich habe ja bereits eins und darum geht es mir jetzt auch. Wie ist eigentlich der Vergleich von, ich habe ein Specialized, ist schon ein Fully, ist schon ja, eher die obere Preisklasse. Und hier haben wir jetzt ein Bike, das kostet ein Drittel. Und jetzt bin ich mal gespannt vom Zusammenbauen und auch vom Test. Es ist eine ganz andere Antriebsart, wie es ich jetzt gewohnt bin. Bei dem jetzigen E-Bike, das ich habe, ist es eine Drehmoment-unterstützte E-Variante. Und hier haben wir eine geschwindigkeitsabhängige. Ganz, ganz spannend. Jetzt hätte ich gesagt, machen wir das aber erstmal auf. Ich zeige euch mal, wie es eingepackt ist. Dann bauen wir das im Zeitraffer zusammen und sprechen mal drüber, kann das jeder. Weil ich habe jetzt keine zwei linken Hände, ne? Aber ich habe noch nie ein Fahrrad zusammengebaut. Deshalb perfekter Test für jemanden, der davon keine Ahnung hat. Machen wir es mal auf. Man zücke sein Messer. Siehe da, alles cool verpackt, gut geschützt, ja, hier mal das Messer einpacken am besten, wirklich überall safe was dran. Mal schauen wir mal, Farbe, jo, den Farbwunsch haben wir gehabt, ich bin gespannt, wie es dann in Natura ausschaut. Also, gefällt mir, die Farbe kommt echt gut rüber, die haben wir gewollt. Ist auch ein Step-Through, das war mir wichtig. Meine Frau ist nicht die Größte. Und hinten so ein Kindersitz drauf, und wenn es das Bein drüber schwingen muss, dann haust du ja nur das Kind vom Bike. So, deshalb hätte ich gesagt, ich lege jetzt mal alles raus, schauen wir uns die Teile mal an, was alles dabei ist, und dann baue ich das schnell zusammen. Ja Leute, viel ist es nicht, ne? Also echt übersichtlich eingepackt, gut eingepackt. Ich sehe keine Kratzer, Dellen oder sonst irgendwas. Wir haben das Fahrrad, wir haben den Vorderreifen Schutzblech dazu. Hinten den Gepäckträger müssen wir noch montieren oder festmachen. Und dann gab es noch ein kleines Kistchen mit Zubehör. Wunderbare Hemiway-Mütz. Das war jetzt nicht, ob ich die aufhocke. Anleitung, ein bisschen Werkzeug, da nehme ich aber auch meins. Hier Werkzeug, eine Halterung, mit der ich jetzt noch nichts anfangen kann. Die Drehdinger, echt gut. Also die sind aus Alu, hochwertig. Bin ich gespannt. Die Lampe kommt vorne noch hin. Klingel, die Achse für vorne oder die Steck. Ah, ist mit Schnellspanner. Dass ich vorne die Achse montieren kann oder den Reifen montieren kann. Und jetzt hätte ich gesagt, legen wir mal los damit. Ich baue das Ding im Zeitraffer zusammen und dann zeige ich euch mal, ob das schwer oder einfach war.
Fertig. Sollte jetzt soweit passen. Ich habe alle Schrauben nochmal nachgezogen. Ja, so kleine Einstellungen muss man dann mal noch gucken, ob noch irgendwas nicht passt mit Lenkereinstellung, Sitzhöheeinstellung, die wird dann nicht auf mich gemacht. Jetzt packen wir mal, hoppala, Entschuldigung, packen wir mal noch den Akku aus. Da gibt es dann auch einen wunderbaren Schlüssel dafür. Ist ein 900 Volt, nicht der Schlüssel. Wo haben wir denn? Da sind sie. Aha, dann hört man es klacken. Und dann kommt er raus. Hoffe ich mal. Ich muss ihn mal wieder aufs Stativ nehmen. Jetzt ist es. Und zusätzlich hier oben noch diese Verriegelung. Boah. 48 Volt Akku. 48 Volt Akku. 900 Watt, glaube ich. 960 Watt. 48 Volt, 20 Amperestunden, 960 Watt. Riesending. Ab hier. Und dann setzen wir den wieder ein. Wiegt 5 Kilo das Teil. Also hat schon einiges an Gewicht. Ja, dann hört man es hier klacken und dann einmal wieder anziehen. Also echt gut verbaut. Hier die Ladebuchse. Hier die Ladebuchse. So. Was gibt es zu sagen zur Montage? An sich einfach, also relativ selbsterklärend. Ich habe jetzt schon ein, zwei Mal die Anleitung hergenommen. Trotzdem sollte man schon wissen, wie so ein Fahrrad so halbwegs funktioniert. Ne? Eine Scheibenbremse, wo man das hier alles einführt, sowas sollte man schon mal gesehen haben. Die andere Sache ist, ansonsten einfache Schrauberei. Ich habe mir jetzt auch dieses Licht nach hinten geschraubt, das einfach nicht so weit vorne sitzt. Sieht, glaube ich, ein bisschen eleganter aus. Und ansonsten schaut es jetzt im ersten Moment echt alles hochwertig verarbeitet aus. Na, hätte ich gesagt, sehen wir uns bei der Probefahrt. Wir sind auf der Teststrecke. Ich drehe meine ersten Meter. Ja, es stimmt nicht ganz, ein paar Kilometer haben wir schon drauf. Mit dem Hemiway, mit dem Fatbike. Hat jetzt noch ein bisschen gedauert, bis das Wetter mal gepasst hat. Entschuldigt auch vielleicht einige Tonqualitäten, weil es geht ja sau Wind. Deshalb, ja, kann es ein bisschen, ja, ich hoffe, die Tonaufnahmen passen dann. Also, ich bin unterwegs. Ich nehme jetzt mal auf die andere Hand. Ich bin unterwegs mit dem Bike und muss sagen, die ersten Meter sehr zufrieden. Läuft ruhig, natürlich auf den 26 Zoll Schlappen geht da einiges. Wir fahren jetzt mal das Bergel da hoch und dann halten wir mal an und schauen uns das Teil nochmal an. Echt schön. Hier kann ich hochschalten. Ich bin jetzt in Gang 4, die Unterstützung. Und jetzt hat 5 und dann zieht das Ding hier hoch wie Sau. Also überhaupt kein Problem, solche Steigungen. Das Besondere, ich habe es schon mal erwähnt, glaube ich, beim Aufbau. Huhalala! Das Ding hat Zug. Ich habe es schon mal erwähnt, es handelt sich hier nicht um eine drehmomentunterstützte Variante, sondern um eine geschwindigkeitsunterstützte. Boah, das läuft auch gut nach, hey. Um eine Geschwindigkeitsunterstützte. Das heißt, ich habe 5 Stufen und je nachdem, die erste Stufe ist, glaube ich, bis 5 km/h, die zweite Stufe dann
bis und so weiter. Das könnt ihr dann einstellen bis maximal 25 km/h. Kann man das einstellen, bis wann es unterstützt. Und ist anders, also man muss sich mal ein bisschen dran gewöhnen. Vielleicht könnt ihr mir auch mal in die Kommentare... Mann, das Ding geht da hoch, ey. Puh. Also das ist ja irgendwie leichter sogar als mit der Drehmomentunterstützung. Aber es läuft auch noch nach. Das ist auch so ein Ding. Mal hier halten. Es läuft auch noch nach. Das heißt, wenn ich aufhöre zu treten, habe ich schon noch so ein paar Meter, wo einfach die Unterstützung mit nachläuft. Aber vielleicht könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich bin kein Fahrradmonteur, à la Mr. Moto. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ist eigentlich der Hintergrund einer geschwindigkeitsabhängigen Unterstützung? Weil so, wenn ich jetzt ganz normal fahre, komme ich mir schon ein bisschen doof vor, wenn ich sage, 5 km/h, jetzt geht nichts mehr. Das ist halt immer das, wie beim normalen Drehmoment unterstützen, wenn ich meine Endgeschwindigkeit erreicht habe. Dann kommt auch dieser kurze Abriss. Der kommt halt hier bei den 5 Stufen. Warum das so ist, schreibt es mir in die Kommentare. Dann brause ich jetzt mal runter und ich merke, der Akku ist bald leer. Dann brause ich jetzt mal wieder runter und wir schauen uns das Ganze auch nochmal an. Ich werde in der Zeit noch ein bisschen was erzählen und dann gibt es auch noch ein paar schöne Aufnahmen. Ansonsten, ich fahre jetzt gerade bergab. Was kann man zu den Bremsen sagen? Zu den Bremsen kann man vielleicht noch nicht so viel sagen, weil die muss man natürlich auch erst einbremsen. Aber die greifen sofort. Das sind hydraulische Bremsen jetzt. War beim Vorgängermodell nicht so. Von Tektro, glaube ich. Tektro, großer Hersteller, also großer Markenhersteller. Ist jetzt also auch kein Schmarrn. Genauso auch Getriebe und Schaltung ist von Shimano. Sagt, denke ich, auch eben was. Die Schaltung, ich habe 7 Gänge hier, ist eine Daumenschaltung, das heißt, ich kann eigentlich alles mit dem Daumen dann betätigen, auch sehr komfortabel, geht ein bisschen streng, aber verkraftbar. An sich läuft das Ding echt ruhig, auch mit der Federung, die könnt ihr natürlich hier drüben auch noch einstellen, die Feinheit, und hier kann man sie auch noch sperren. Bei uns hier, jetzt müssen wir mal 2 Hände an den Lenker legen. Bei uns hier würde ich immer die Gabel drin lassen, weil man... Jetzt glaube ich, kann man wieder was verstehen. Boah, geht hier ein Wind. So, jetzt habe ich 0 Unterstützung, bin bei 16, das Ding läuft immer noch. Und jetzt würde gar nichts passieren auf 1, auf 2 auch nicht, auf 3 auch nicht. Doch auf 3, ne, 4 fängt jetzt wieder an. Dann fahren wir hier mal ein bisschen über Wiese. Das war ja so mein Thema, warum ich mir auch ein Fully geholt habe, ein Fully E-Bike. Weil ich natürlich auch mal über Wiesen fahren will. Ich habe es auch zum Präparate spritzen. Ich verlinke das Video auch nochmal. Auch nochmal eingesetzt. Und das ist hier schon, klar, wir haben auch Schotterwege, aber du fährst trotzdem immer in den Wald rein und so weiter. Hast da mal etwas ausgesetztere Wege. Und deswegen möchte ich es jetzt hier auch mal probieren. Ich kann es natürlich nicht mit dem Fully vergleichen. Voll und ganz logisch. Aber ich habe eine gute Vordergabelfederung und ich habe diese Fatbike-Reifen. Also da warte ich mir schon, dass ich da drüber brausen kann. Ich hoffe, ich kann euch noch halten. Ich schaue mal, dass ich 2 Hände trotzdem am Lenker habe. Safety first. So. Und ab auf die Wiese. Kein Thema. Komm. Ja, es schaukelt, aber es tut mir nichts weh. Und man meint jetzt auch nicht, dass irgendwie bergauf hier. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Man meint jetzt auch nicht, dass irgendwie was anschlägt oder dass man den Federweg von der Gabel ausgereizt hat. Überhaupt nicht. Dann fahren wir hier mal noch hoch. Kleiner Feldweg, aber auf der Wiese.
Kein Ding. Also echt spitzenmäßig. Ja, ey, da kann man echt, das hätte ich, boah, ich habe zwar gesagt, ich habe es mir erwartet, aber ich bin begeistert, wie es doch über Stock und Stein auch geht. Puh. Dann steigen wir mal ab, wunderbar mit dem Step-Through. Was ich mir hier immer merken muss, ist, dass es einen Ständer hat. Das hat er meinen Fully nicht. An sich, also muss man schon sagen, es ist hier alles, wirkt alles gut verarbeitet, wirkt alles massiv. Einstellungen musste ich jetzt soweit auch keine treffen. Man kann die Gabel vielleicht noch aufs Gewicht von meiner Frau dann ein bisschen einstellen, aber das wird kein Problem sein. Kindersitz hatten wir auch schon hinten drauf. Da haben wir, den kann ich auch gerne mal verlinken. Da gibt es auch, wie ist denn jetzt, Polymax? Keine Ahnung, ich verlinke mal unten. Wenn ihr für so breite Auflagen einen Kindersitz braucht, Top-Ding, hält super. Ich verlinke ihn unten und dann könnt ihr euch das anschauen. Ansonsten, alles fest, wunderbar. Also die Rückleuchten, man wird es jetzt nicht sehen, kann man auch alles hier schalten. Licht und Rückleuchten. Man sieht es jetzt natürlich nicht gescheit. Dafür haben wir das falsche Wetter. Aber hier schon geil mit dem Hemingway-Schriftzug schön gemacht. Jo. Pedale habe ich schon erwähnt. Echt massiv. Merkt man auch nichts. Haben wir auch einen guten Tritt drauf, einen guten Halt. Na, ich sag, drehe ich mal noch ein paar Runden und zeige euch mal schöne Aufnahmen. Und dann kommen wir nochmal zum Fazit, was ich zu dem Ding sage. Die Frisur sitzt nach der windigen Angelegenheit. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein paar Eckdaten. Kurz auch nochmal zum Akku. Der hat gute 5 Kilo. Das ganze Geschoss hat 35 Kilo. Das sind 48 Volt, 20 Amperestunden Akku, glaube ich. Und vom Hersteller angegeben sind 128 Kilometer Reichweite. Kommt, denke ich, auch immer auf die Fahrweise an. Hier bei uns im bergigen Gebiet wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ansonsten gibt so zu den Eckdaten wenig dazu zu sagen. Ich glaube, Mindestgröße soll so 1,60 sein. Schafft meine Frau knapp. Ja, dann kommen wir mal, hätte ich gesagt, zum Fazit. Kommen wir zum Abschluss. Was kann ich jetzt über dieses Fahrrad sagen? Allen voran muss ich zwei Sachen dazu sagen. Mit dem Ding sind wir jetzt knappe 10 Kilometer gefahren. Ich kann jetzt sicherlich keinen Langzeittest geben, wie sich das Fahrrad dann mal entwickelt, wenn es mal 2, 3, 4, 500 Kilometer drauf hat. Und was ich auch dazu sagen muss, Qualitätsansprüche sind auch subjektiv. Das heißt, oder objektiv? Ich glaube objektiv. Das heißt natürlich, wenn jetzt jemand
der hier Fully Mountainbike durch den Wald scheppert und sich Fahrräder für 6.000, 7.000 Euro holt. Der hat einen anderen Qualitätsanspruch, wie jetzt ja, beispielsweise meine Frau, die halt ab und an ein paar Fahrradtouren machen will, die vor allem hier bei uns im bergigen Gebiet auf Akkuunterstützung ein bisschen angewiesen ist, vor allem wenn man halt hinten auch noch ein Kind drauf hat, dann wird das Ganze schon ein bisschen anstrengender. Das sind natürlich zwei verschiedene Qualitätswelten, ne? Das muss man dazu sagen. Aber ansonsten bin ich für das Preis-Leistungs-Verhältnis absolut zufrieden, was ich jetzt gesehen habe. Es ist meiner Meinung nach alles gut verarbeitet. Man hat Markenbauteile da drin. Es fährt sich schön. Diese Geschwindigkeitsunterstützung ist relativ gewöhnungsbedürftig oder muss man halt mal gefahren haben, wenn man bisher das Drehmomentunterstützte fährt und darauf umsteigt, ist es halt anders, aber es ist nichts, was man nicht, woran man sich dann nicht schnell gewöhnt. Es läuft auch immer nach, das ist für mich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ich aufhöre zu treten und trotzdem habe ich noch Schub dahinter. Genau. Und ansonsten habe ich tatsächlich wenig Negatives. Bis auf ein so ein Ding, es ist schon ein Riesenschiff. Also es ist ein Riesenschiff. Man muss es, wenn man es irgendwie aus einer Garage oder so rausrangiert, es ist schwer und es ist dann schon auch, ja, es ist schwer zu handeln. Also es ist schon ein Oschi, hat dann insgesamt 35 Kilo mit Akku, 30 Kilo ohne. Ansonsten, Leute, kann ich nur sagen, von meiner Seite für die Zwecke absolute Empfehlung. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Optik ist gut. Gefällt mir das Fahrrad. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann natürlich unten auch nochmal verlinken, wo ihr das Ganze findet. Da könnt ihr draufklicken, könnt euch das Teil kaufen. Soweit ich weiß, gibt es es nur im Onlinehandel. Ich habe es jetzt noch nirgends gesehen, dass es auch irgendwo in Geschäften gibt. Aber hat alles wunderbar funktioniert mit dem Transport zusammenbauen. Habt ihr vorhin gesehen. Auch kein Thema. Für mich, ich würde es kaufen. Finde ich gut. Gefällt mir. Und wenn der Langzeittest auch noch was ergibt, ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es damit natürlich auch irgendwelche Probleme gibt. Ich will da offen und transparent sein. Aber bisher noch keine Beanstandung. Super. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Mal eine Vorstellung von einem Bike, Vorstellung zu dem, wie wir hier damit klarkommen. Auch ein kleiner Vergleich natürlich zu meinem Monsterbike. Aber wie gesagt, ist eine andere Baustelle. Das ist eher ein Trekkingrad. Ich habe einen Fully. Trotzdem, man kann ja auch mal über so eine Wiese drüber donnern. Funktioniert einwandfrei. Dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Klickt auf Gefällt mir, kommentiert fleißig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habe ich